Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal. Wir machen heute wieder ein One-Piece-Display auf. Ich muss mal gucken, wo ich hinhalten kann, damit es nicht reflektiert, damit ihr es seht. OP08 geht heute auf. Leute, jetzt halte ich das hier schon vor meiner Kamera und habe noch nicht mal umgeschaltet. Bin wieder top dabei heute. Herzlich willkommen. Habt ihr Bock? Ja, ne? Wir haben ja schon Displays geöffnet und wir öffnen jetzt ein weiteres. Wir gucken mal, rein geht's. Wir gehen rein, direkt rein. Wir lassen gar keine Zeit verstreichen, denn wir wollen heute was sehen. Was wollen wir heute sehen? Ich hätte gern eine Special. Bin ehrlich, wäre super cool. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht gesehen, oder? Jinbei, Electrical Luna und oh, wir starten mit Bruch. Aua. Aua. Nee, bitte nicht. Schon wieder. Okay, beim letzten Mal haben wir die auch gezogen. Danach hatten wir eine Lieder. Und eine ganz coole Altart. Also, come on. Vielleicht kann ja auch was anderes kommen mit Secret Rare. Aber ich möchte jetzt nicht. Yosu King. Das ist eigentlich eine Secret Rare, die willst du nicht haben. Das ist wie aus OP. Aus OP 05 damals. Da gab es Secret Rare ja Ruffy und Kaido. Und dann ziehst du Kaido. Ist irgendwie 3 Euro wert. Und dann ziehst du Ruffy. Ist einfach 6-mal so viel wert oder so. Keine Ahnung. Also du willst auf jeden Fall den Ruffy haben und nicht den Kaido. Und hier ziehst du schon Secret Rare und ziehst du auch noch Kaido. Das ist wie so ein Tritt in die Fresse. Sag's wie es ist, du. Ich sag's wie es ist. Charlotte Lin Lin, Super Rare. Die Super Rare Charlotte Lin Lin. Dann haben wir die auch noch in The Super Rare. Mal wieder, wie wir die aus jedem Display bisher schon gezogen haben. Na gut. Na gut, also. Wie gesagt, ich hätte gerne Special. Irgendeine, das wäre mal cool. Ich weiß aber nicht, ob man mit Secret Rare noch Special ziehen kann. Hier ziehen wir sie auf jeden Fall nicht. Aber es wäre natürlich cool. Ich nehme natürlich auch noch eine Leader-Karte. So ist es nicht. Leader nimmt man auch immer gerne mit. Ich nehme auch zwei Altarts, wenn es coole Altarts sind. Wir schauen einfach mal. Allgemein ist das Set, finde ich, nicht so stark. Hier kann auch nichts sein. Den Marco. Oh, den Leader. Den Don meine ich nicht, den Leader. Der Don. Der Don, der Don, der Don. Allgemein ist das Set nicht so stark, finde ich. Und die Liga sind alle nicht so krass. Auch sonst so die, ja, Karten. Wenig Strohhüte drin zum Beispiel irgendwie. Gefühlt wenig Waifus. Charlotte Pudding, das heißt, es kann wieder nichts kommen. Wir haben King und Queen. Da auf dem Tacho. Aber ja, ich hoffe halt, das nächste Set wird wieder geiler. So, wenn wir da die Four Emperors haben. Bin ich sehr gespannt. So, gerade vielleicht so eine Buggy-Leader-Karte. Schon wieder ein normaler Leader. Was ist denn los hier? Eine Buggy-Leader oder so? Ich glaube, es gibt nicht so viel Buggy-Altart-Karten. Ich weiß von einer, dass es sie gibt. Ich weiß gar nicht, ob die OP2 oder 3 drin war. Aber allgemein gibt es irgendwie wenig Karten von Buggy so. Oder auch der Cross-Guild oder so. Was sie hier jetzt ja gemacht haben, ist diese Karte mit den zwei Charakteren drauf. Wie so das von Pokémon, das Tag Team sozusagen. Das wäre natürlich auch ein Ding, was man irgendwie ja weiter verfolgen könnte. Was sicherlich sehr cool ist. Sind wir ehrlich so. Und ja, mal gucken, was sie sich so einfallen lassen. Weil die Sets sind alle nicht mehr ganz so. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen. Also treibt auch so ein bisschen den Preis an, dass die letzten Sets alle nicht so überragend waren. Also 7 und 8 jetzt zum Beispiel ist halt irgendwie nicht so krass gut angekommen insgesamt. Also so krass beliebt. Die haben wir Jack und Super Rare. Haben wir bisher auch in jedem Display gezogen. Na gut. Obwohl ich 7 eigentlich ganz cool fand. So mit Boa Hancock und der Boa Manga. So, aber auch dieses
dieses Special Set, zumindest in Japanisch, ist jetzt auch noch nicht so krass angekommen. Ne? Dieses, heißt das Best, nee, Best Selection, nee, Premium, irgendwie so, dieses Goldene, wo es die God Packs drin gibt. Das ist jetzt auch nicht so krass durchgestaltet. Wir kriegen das ja erst im November irgendwann. Das werden wir natürlich auch aufmachen, gar keine Frage. Kalgara und nix außer Don. Aber so OP05 und danach OP06 waren schon krasse Sets. Und danach hat es wieder ein bisschen nachgelassen. Ich meine, du kannst auch natürlich den Standard immer aufrechterhalten von OP05. So, das war natürlich irgendwie auch ein ja, Highlight quasi. Und OP06 war dann eben so beliebt und teuer, daraus resultierend, glaube ich sogar. Ich finde es aber auch ganz gut, sagen wir jetzt ehrlich, dass die Preise nicht mehr so explodieren und dass die ganzen ja, Scalper mal ein bisschen gebremst werden gefühlt, weil die Preise einfach nicht mehr teuer werden. Und durch die Reprints von OP05 und OP06 sind die Preise so sehr gefallen, dass sich wahrscheinlich die ganzen Scalper in den Arsch gebissen haben. Oh mein Gott! Leader King, der nächste Leader, what the fuck? Holy shit! Das ist ein Leader, oder? Oh mein Gott. Alter, ich bin hier einfach so am Talken. Kommt hier aber so ein Leader daher. Wieder erst Kaido und Charlotte Lindlin als Secret Rare, die einfach Bruch ist und wieder ein Leader hinterher gedrückt. Holy Macaroni. Alter. Alter Schwede. Uiuiuiui. Da sehe ich doch schon wieder eine nächste Submission zu PSA, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ich hatte jetzt ja ein bisschen eine Zeit lang keine Karten, die ich einschicken wollte. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Leaderkarten von One Piece gesammelt, so. Gefühlt in den letzten 2 Tagen 3 Stück oder so. Das ist schon okay. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ne? Versteht mich nicht falsch. Alter, wieder eine Leader. Leader King. Let's go. Guck mal, Super Rare Nami. Nehmen wir jetzt Nami alt an. Geil. Das heißt, wir könnten jetzt ja wieder noch einen Hit bekommen. Richtig? Richtig. Ich hoffe. Also, wir machen weiter. Eine Hälfte ist durch. Die zweite Hälfte folgt. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Nein, Spaß. Ich habe keine Werbung. Oh, hier haben wir wieder die Super Rare. Aber ich weiß schon, was es ist, glaube ich. Ja. Die hatten wir vorhin schon mal. Was war es noch? War es Bonnie oder so? Das habe ich vorhin schon mal gebaitet, da dieses komische. Na, Bonnie Leader. Gibt es Bonnie Leader hier drin? Ne, Bonnie Leader war ein OP07, oder? Ach, Carrot ist es hier, guck mal. Ist nicht Bonnie gewesen, ist Carrot super rare gewesen. Nehmen wir natürlich trotzdem mit. Auch cool. Haben wir auch schon als Leader gezogen. Sehr, sehr cool. Aber die Frage ist ja, können wir noch was Gutes ziehen? Oder zieht man jetzt wieder nur eine Altart? Also, das heißt wieder ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Ich meine, King Leader ist wahrscheinlich nicht der beste Leader, aber ey, über eine Leader beschwert man sich nicht. Definitiv nicht. Guck mal, Kaido, Super Rare haben wir auch wieder. Ist auch wieder am Stissel. Sag ich, wie es ist. Der lässt mich auch nicht in Ruhe. Ich dachte gerade, ich habe den Riss reingehauen in die Karte. Aber es war nur die Folie dahinter. Es war die Folie dahinter. Page 1 und eine gelbe Karte. Die baitet auch immer gerne mal. Diese Karten mit diesem gelben Rahmen, wenn die dann rare sind und auf dem letzten Slot sind, die baiten dich auch gut weg, ey, muss man ehrlicherweise sagen. Die baiten dich gut weg. Das ist schon crazy. Leute, schon wieder eine Leader gezogen. Einfach out of nowhere eine Leader. Und out of nowhere kommt hier so ein Viper angeflattert. Eine Viper. Crazy. Sie, sogar in der gleichen Reihenfolge. Wir haben angefangen mit der Secret Rare, Kaido und Big Mom. Und dann kommt die Leader und dann kommt noch eine Altart. Oder? 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 Ja, hier noch nicht, aber wir warten mal. Wir sind geduldig. Wir sind entspannt.
Wir haben ja Zeit. Wobei, wir lassen uns natürlich jetzt nicht so viel Zeit, ne? Ihr wollt fertig werden, ich will fertig werden, ist ja klar, ne? Also, ihr habt ja auch nicht ewig Zeit. Ihr müsst ja all meine anderen YouTube-Videos noch gucken. Charlotte Oven, Thatch Queen, Bonnie Super Rare. Let's go. Let's go. Wir haben noch ein paar Booster. Ach, wäre so cool, wenn wir noch irgendeine Altart ziehen, ne? Dann wäre das auch ein echt cooles Display. Ich meine, ist so schon gut. Leader ist immer nice. Ist immer geil. Wir haben auch echt immer geil Glück mit Leadern so insgesamt. Also ich habe im Vergleich zu dem, was ich an vielen Boostern habe und wie wahrscheinlich es ist, einen Leader zu ziehen, ist ja in jedem dritten Display, theoretisch. Weil du pro Case 4 Leader hast, ne? Also in jedem dritten Display kannst du einen Leader ziehen. Und wir haben jetzt hier, das ist jetzt mein drittes Display, was ich mit diesem Set öffne, sind schon mal 2 Leader. Das ist crazy. Dann habe ich hier einen Leader gezogen aus dem Double Pack. Das ist auch mega crazy. Und ich habe keinen gedoppelt. Oh, die haben wir noch gar nicht. Oha. Die ist ja cool. Holy shit. Die ist tatsächlich auch, finde ich, im Anime sehr, sehr gut dargestellt. Also von den ganzen S-Leuten richtig geil, weil die so richtig schön diabolisch irgendwie ist und so. Also sehr, sehr beängstigend. Sehr, sehr geil, finde ich. Haben sie sehr, sehr gut gelungen, wie sie die dargestellt haben. Das ist schon crazy. S-Snake, Alter. Super rare. Oh, dann hat die bestimmt eine Altart, oder? Ist bestimmt auch cool. Aber die haben wir jetzt noch gar nicht gezogen. Das ist die erste S-Snake Super Rare Karte. Super rare. Super rare. Let's go. Oh, hier haben wir einen Chopper. Das heißt, wir haben nur Wanda und Carrot mit ihrer Attacke. S-Snake Super Rare. Geil. Okay. Dann noch ein paar Booster. 4 Stück insgesamt. Wir sind heute ein bisschen durchgerusht. Aber das ist ja auch Sinn der Sache. Ihr seid ja nicht wegen den ganzen Comments hier. Kommen da schon wieder nur eine Leader Calgara. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir Leader Calgara nicht gezogen haben, weil das so einer, den willst du auch echt nicht haben, meiner Meinung nach. Wie gesagt, vom spielerischen her kann ich dazu nichts sagen, aber ich meine so vom sammlerischen her, ist jetzt nicht so der Charakter, wo du sagst, da will ich eine Leader von haben. Muss man ehrlicherweise sagen. Also, ja. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Hiking Bear, da ist der King, den haben wir in Altart gezogen, aber dadurch ist natürlich leider wieder nichts drin. Wieder nichts. 2 Booster noch. Kriegen wir wieder was? Kriegen wir noch etwas? Oder ist es diesmal nur Secret Rare und Leader? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Viper. Oh, doch nochmal eine Altart. Aber ich glaube nicht die geilste. Charlotte Linlin. Ist, glaube ich, nicht so die man haben will. Ja, hier steht's auch. May Trash. Ne? Das könnt ihr lesen. Ja, aber nehmen wir natürlich. Gar keine Frage. Nehmen wir. Ist okay. Dreier Hit Display. Wir haben wieder ein Booster übrig. Auch das, wie beim letzten Display, wird natürlich geöffnet trotzdem. Wir lassen hier niemanden zurück. Das heißt, wir haben exakt die gleiche Ausbeute und exakt fast die gleiche Reihenfolge und fast die gleiche Boosteranzahl, wann wir die Hits gezogen haben. Das ist schon sehr lustig, wie zum ersten Display. Da ist natürlich jetzt nichts mehr drin gewesen, das war klar. Kein Last Pack Magic konnte tatsächlich auch gar nicht sein. Aber insgesamt trotzdem wieder ein gutes Display, auch wenn man hier natürlich jetzt, ja, ist vermutlich nicht die stärksten Karten von den 3 jeweils, also weder stärkste Secret Rare noch Altart. Leader nehme ich auch nicht an. Aber eine Leader-Karte nimmt man immer mit. Und von daher kann man damit schon zufrieden sein. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst gerne Feedback da. Ein Abo natürlich sehr, sehr gerne. Kostet euch nichts, hilft mir ungemein. Freue mich dann immer sehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.